du hast Zeit, Zeit, Zeit. Valencia hat die Walrosshaltung aufgegeben und wir haben quasi mit Belgien sind wir so eine Kooperation eingegangen, also ein Zuchtprogramm sozusagen. Und die drei Mädels aus Spanien waren hier zum Decken von Odin und sollen dann zukünftig in Paradeisa leben mit unserem Torjahr zusammen, der dahin gezogen ist, aber ja noch nicht geschlechtsreif in dem Sinne ist, dass er hätte für Nachwuchs sorgen können zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt gehen sie dann wirklich final nach Belgien in ihr neues Zuhause sozusagen. Around 8-9 hours to Belgium. We will do some stops, every two hours, three hours, to see how the animals are, if they need some water, if they want to eat something, if they are calm. This is very important in the travel. And then we will arrive Paradise in Belgium and we'll download them in the new home.